Damit sage ich herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wie wir sehen, wir sind wieder in VR und haben diese beiden netten Dudes hier am Start. Und wir befinden uns bei Rollercoaster Legends Part 2 Thor's Hammer. Ich habe jetzt viele Erwartungen an das Spiel, weil ich sag mal, es hat schon ein Menü. Und es hat diese Dinger hier, das hatte es vorher nicht. Es gibt hier einen Experience Mode. Sit back and enjoy oder collect all the relics. Ich denke mal, dann werden wir mal den Challenge Mode machen. Was ist das? Ach, Kopfhort Level. Ah, okay. Nehmen wir Insane oder? Och, ich sag mal, da es das erste Mal ist, jetzt mit so einem Challenge-Ding. Und ich muss dazu sagen, ich nehme das relativ früh am Tag auf. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Vielleicht wird mir schlecht, vielleicht übergebe ich mich. Mal sehen. Auf jeden Fall stehen wir in diesem netten Gefährt mit diesen Fake-Rädern. Und es sieht zumindest schon mal gefühlt etwas besser aus. Zumindest hier vom Close-Up her ist das schon echt nicht schlecht. Generell sind so Grafiken bei VR-Spielen ja immer noch so ein bisschen, ja, irgendwie gefühlt schlechter. So nicht unbedingt PS2-mäßig, aber man erwartet irgendwie noch mehr so mittendrin zu sein. Aber es hat auf jeden Fall schon mal Tiefe und Räumlichkeit. Und ich würde sagen, wir collecten jetzt mal alle Relikte. Cool. Man darf nicht den... Oh, siehst du, man darf nicht den Strahl kreuzen. Oh. Da ist schon ein Ding. Okay. Ob das hier Sovngarde ist? Oh, das war's. Hey, wer bist du? Hatte ich alle. Wow. Immer nur mit dem ein. So, auf geht die Willifahrt. Wow. Kann man den abschießen? Das. Okay, so ist es sehr. Oh, 4, das ist sogar ein Counter. Mal sehen, wie wir es schaffen. Richtig. Wow. Hab dich. Okay. Und die alle. Den kann man wohl nicht abschießen. Wow! Ich glaube, wir haben eine Menge zu tun. Kann man die überhaupt schießen? Reizüberflutung. Nein! So viele Items. Das noch eins. Komm schon. Auf jeden Fall schon mal eine Verbesserung zum ersten Teil. Man hat hier auf jeden Fall was zu tun. Oh geil, man kann die abschießen. Fahren wir mal die alle. Item. Item, Item, Item! Die wollte ich so gerne haben. Ich nehme euch beide. John Wick Style. Geil. Wow! Alter. I got sidetracked. Hoffentlich könnt ihr das auch alles sehen. Scheiße, kein erwischt. Kommt, ich will nicht viel haben, Item. Item! Mach nicht den. Okay, grafisch kriegt man nicht so einen schlechten Eindruck vom Spiel. Das ist echt, ja gut. Komm, dich hol ich runter. Komm! Dich krieg ich auch noch. Ich wollte ihn so gerne haben. So, wir haben schon 22 Items. Also ich finde, es sieht recht gut aus. Für VR, wie gesagt, ich habe jetzt noch nicht so viele VR-Spiele gespielt, aber das sieht echt nicht schlecht aus. Auf jeden Fall macht es Spaß, allein dadurch, dass man jetzt hier diese Shooter-Dinger hat. Wow, Alter. Mahlzeit. Hab dich. 24 Items. Also das schafft ja schon mal wieder Spielwert, dass man... Nochmal. Dass man hier... Hab dich. Dass man versucht, seine Punktzahl irgendwie zu schlagen. Und Gefühl kommt es mir auch ein bisschen länger vor als der erste Teil. Vielleicht hört er mich aber auch gar nicht, weil das Mikrofon so weit weg steht. We will see. Na, komm schon. Ja, das ist der Dude. Komm her, Dude. Wow. Das fühlt sich jetzt ein bisschen unangenehm an. Hab dich! Komm schon!
What? Ach komm. Achso, ich muss wahrscheinlich relativ nah dran sein. Freier Fall. Ja, den kann man einfach nicht abschieben. Das geht einfach nicht. Yes. Wow, Kartoffel on a Stick. Da ist wieder ein Item. Wow, ein geiler Drache. Der sieht nicht schlecht aus. Hey, wer bist denn du? Okay, ich hätte es wahrscheinlich nicht abschießen dürfen. Der Dude fährt einen anderen Weg. Da fällt mir gerade ein, ich habe immer noch nicht dieses Rush of Blood gespielt. Ich glaube, das ist mir ein Tick zu heftig. Aber ich schlag mich ja anscheinend gar nicht so scheiße. Komm. Alle. Item! Boah, John Wick Style hier, ey. Wow. Alter, Partie mitnehmen. Wer bist du? Einfach so ein random Dude, der hier langläuft. Item! Ich hab dich nicht gekriegt. Item! Ich hab dich, glaube ich. Wow! Alter. Ja, man ist aber dann doch ein bisschen abgelenkt von den Teilen, die man da abschießt. Das heißt, man kriegt gar nicht so das Drumherum mit. Geil, oder? Das wird mein Thumbnail. Wow, wer war das? Ja. Oh, John Wick Style. Sehr gut. Wow, Alter. Scheiße, Alter, verloren. Yes! Dick habe ich noch. Tor! Ich mache die alle Tor. Wow! Rollercoaster Legends. 45 von 50 Items. Das ist nicht schlecht, oder? Das war's. Ich weiß jetzt nicht, wie lang das Video geht, weil ich habe jetzt natürlich die Feuerbrille auf. Aber ich muss sagen, ich fand den auf jeden Fall spaßiger als den ersten. Der erste war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, so VR-Achterbahn. Aber das hier jetzt allein durch diese Shooter-Effekte, das war schon echt eine ganz andere Hausnummer. Und wie gesagt, das schafft auf jeden Fall auch einen gewissen Wiederspielwert. Check out the first Rollercoaster Legends to go on another epic adventure. Ja, wobei, also beim zweiten Teil haben sich wirklich echt Gedanken gemacht und das war wahrscheinlich irgendwie auch eine Forderung irgendwie, dass das Spiel ein bisschen interessanter macht. Weil, wie gesagt, es hatte wenig Wiederspielwert. Das hier ist echt nicht schlecht. Also gerade so für VR-Neulinge ist das echt total super. Man braucht zwar hier irgendwie die Hardware, wobei ich davon ausgehe, dass man das auch mit den... episch. Dass man das auch mit den normalen Controller spielen kann, absolut. Das ist jetzt einfach, weil ich so ein Deluxe-Set mir mal geholt habe von der VR-Brille. Und da war das letztendlich alles mit dabei. Und ja, also ich muss sagen, ich bin echt begeistert. Das waren jetzt 5 Euro, die das Spiel gekostet hat. Das kann man auf jeden Fall noch wiederholen. Man kann ja auch noch diesen Insane-Level machen. Das werde ich mir vielleicht auch noch angucken. Aber jetzt für dieses Video würde ich sagen, wenn jemand damit hadert, ob er sich das Spiel holt oder nicht. Vielleicht war man auch vom ersten Teil nicht so begeistert. Dann würde ich sagen, der zweite ist auf jeden Fall besser als der erste. Kommt auch nicht oft vor, dass das so ist. Aber kauft es euch für 5 Euro. Echt ein netter Zeitvertreib. Und ich werde hier mit meinen Dudes vielleicht jetzt noch mal eine Runde drehen, aber jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.